Heute widmen wir uns mal der völligen Katastrophe der Wohnungsbaupolitik in der Ampelregierung. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ich bin ja ein Oldschool-Verfechter des freien Marktes, der da sagt, hey, lass doch einfach den freien Markt selbst bauen, bauen, bauen und für jede Nachfrage ein entsprechendes Angebot platzieren. Legt den Unternehmen möglichst wenige Schranken in den Weg und dann wird es immer die beste Lösung geben, die auch nicht in den ganzen großen Städten perfekt ist, das ist völlig normal, die aber sehr viel besser ist, als wenn man es dem Staat in die Hand gibt. Aber die Ampelkoalition hält allgemein nicht sehr viel von irgendwelchen Marktkräften, also schlussendlich von Bürgern und Unternehmen, die ihre Entscheidungen selbst treffen, sondern will überall mitgestalten, überall machen und hat natürlich in den letzten 2 Jahren eine Katastrophe nach der anderen produziert. Aber am Anfang war man noch äußerst ambitioniert. Ja? Und wenn wir uns jetzt hier nämlich zum Beispiel mal von Anfang 2022, also gut 1,5 Jahre her, die Website hier anschauen der Bundesregierung, ne? Mehr bezahlbare und klimagerechte Wohnungen schaffen. Für mehr bezahlbare und klimaneutrale Wohnungen ziehen Bundesbauministerin Geywitz und Bundesklimaschutzminister Habeck an einem Strang. Beide waren zu Gast beim 13. Wohnungsbautag der Bauwirtschaft. Es ging um das Ziel der Bundesregierung, jährlich 400.000 neue Wohnungen, davon 100.000 Sozialwohnungen zu bauen. Und zu Beginn in so einer Amtsperiode, ne, da ist dann ständig auch von irgendwelchen Bazookas und Doppelwumms die Rede und man spricht über Impulse und so, also richtig viel Ambitionen hat man, ne? Ich möchte, dass wir es schaffen, in Deutschland gutes, bezahlbares und klimagerechtes Wohnen in einem lebenswerten Umfeld sicherzustellen. Ich möchte zudem, dass wir ausreichend Wohnungen bereitstellen. Wohnungen, die den demografischen wie digitalen Erfordernissen entsprechen. Das klingt doch immer so schön, diese ganzen Sätze, ja? Aber auch Wohnungen, die den ökologischen Standards gerecht werden, sagte Clara Geywitz. Also wenn es einfach nur ums Reden gehen würde, ja, da würde ich den Politikern wirklich jeden Emmy Award und jeden Oscar irgendwie bringen. Aber wenn es tatsächlich um sinnvolle Gesetze geht, die Ergebnisse produzieren, da reicht es dann, glaube ich, noch nicht mal für die goldene Himbeere, wenn ihr mich fragt. Ja? Und jetzt Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck ergänzte, soziales Bauen nach vorne zu bringen, sei genauso wichtig wie klimaneutrales Bauen und Wohnen. Deshalb müssten jetzt verschiedene Fördertöpfe gebildet werden. Aber es war natürlich eine große Herausforderung und wir schauen uns gleich an, wie das Ganze bis jetzt aktuell läuft. Ja? Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, wenn ihr regelmäßig zuschaut. Da Bauland aber eine knappe Ressource ist, werde zum kommunalen Vorkaufsrecht mit Hochdruck an einer guten, rechtssicheren Lösung gearbeitet. So, und jetzt schauen wir uns doch einfach mal diese letzten 1,5, 2 Jahre Hochdruckpolitik der Ampelregierung an und gucken wir einfach mal rauf, welche Ergebnisse jetzt aktuell produziert werden. Baugenehmigung für Wohnungen im März 2023. -30% gegenüber dem Vorjahresmonat. Und das war wohlbemerkt noch während der Covid-Zeit. Ja? Zahl genehmigter Wohnungen von Januar bis März um 25% geringer als im Vorjahreszeitraum. Baugenehmigung im Neubau von Januar bis März -31% bei Einfamilienhäusern und -51% bei Zweifamilienhäusern, -25% bei Mehrfamilienhäusern. Hier sieht man das ganze Schlamassel. Also, seitdem die Ampelregierung regiert, geht es hier bergab. Leider nicht mit der Inflation, sondern mit den Baugenehmigungen. Und jetzt sieht es so aus, dass es mehrere Studien und Branchen Experten gibt. Ja, ich habe mir unterschiedlichste Artikel durchgelesen. Einmal hier in der Weltzeitung, einmal hier in der Vivo. Und das Fazit lautet, dass man dieses Jahr mit Ach und Krach noch schaffen wird, 200.000 Wohnungen zu bauen, was die Hälfte von dem Ziel ist, was man sich gesteckt hat. Und dass man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 2024 sogar unter die 200.000 Wohnungsschwelle
sinken wird. Und was noch schlimmer ist, dass es dann einen Wohnungsmangel von 700.000 mittlerweile gibt in Deutschland. Zusätzlich aber ja rund um die Uhr neue Menschen nach Deutschland kommen. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr sollten gebaut werden, was aber nicht erreicht wird. Und jetzt sagt der GdW-Präsident Axel Gedaschko, die Wohnungsnot wird daher noch mindestens 10 Jahre lang andauern. 10 Jahre. So, und jetzt muss man natürlich fairerweise hier kurz anmerken, dass ja auch die Zinsen seit Anfang 2023, eigentlich schon Ende 2022, gestiegen sind. Was natürlich unter anderem vor allem an der EZB-Politik liegt. Das ist natürlich wieder ein ganz eigenes Problem für ein anderes Video. Und man jetzt nicht die ganze Schuld an den teureren Wohnungsbaukosten und Hausbaukosten nur der Ampel in die Schuhe schieben kann. Aber dass es jetzt immer weniger und weniger private Akteure gibt, dass sogar die großen und allergrößten Wohnungsbaukonzerne sagen, sie wollen keinen Neubau aktuell mehr machen, noch nicht mal planen. Und jetzt ist es ja so, wenn man jetzt zum Beispiel auch erstmal daran geht, Baugenehmigung zu bekommen, dann bedeutet das ja noch nicht, dass man in der Sekunde auch direkt schon alle Finanzierungen abgesichert haben muss. Das heißt, man kann auch an Baugenehmigung schon arbeiten, während man noch nicht die hohen Zinsen bezahlen muss und so weiter zum Bauen und man gleichzeitig diesen ganzen Mangel an Fachkräften und so weiter hat. Das heißt, es ist einfach ein generelles Standortrisiko mittlerweile, was Privatakteure davon abhält, weiterhin in diesen politischen Rahmenbedingungen in Deutschland zu bauen. Was ja auch völlig logisch ist, wenn die einzelnen Regierungen jedes Mal sagen, ja, wir könnten ja darüber nachdenken, ob wir nicht mal die Wohnungsbaukonzerne enteignen beispielsweise. Oder wenn es einfach so viele baurechtliche Hürden mittlerweile gibt. Ich meine, habt ihr euch mal gefragt, wenn man sich diesen Neubau und so weiter mittlerweile anschaut in Deutschland, ja, dann ist es ja wirklich einfach manchmal nur grausam, wie trostlos diese Blöcke einfach nur noch aussehen mittlerweile. Und man denkt sich so, sag mal, welche Architekten, ja, studieren eigentlich jahrelang, um dann irgendwie solche Klötze irgendwie aus dem Boden zu stampfen. Habt ihr mal den BER-Flughafen beispielsweise auch angesehen? Der sieht sowas von potthässlich aus von außen. Und sich mal denkt, die richtig schöne alte historische Kunstwerke, ja? Also die Leute haben früher vor 500 Jahren die schönsten Gebäude und so gebaut. Ich fahre jetzt demnächst im August nach Sevilla, eine wunderschöne alte Stadt hier in Spanien. Und denkt sich so, wie kann es eigentlich sein, dass wir mit der modernen Technik heutzutage so eine hässlichen Häuser noch bauen, ja? Naja, wenn es so viele Vorgaben für jeden kleinen Furz gibt, wie hoch das Haus, wie eckig darf es sein, welche Farbe, welche Kante, jedes kleine Millimeter an Haus, was gebaut wird, ist doch durchdekliniert mit zahlreichen neuen Gesetzen. Und damit man jetzt wieder angeblich Anreize für mehr Wohnungsbau schafft, macht man noch mehr Gesetze und noch mehr neue Maßnahmen und irgendwelche Gremien. Und sogar diese Experten sagen, ja, die Kommunen müssen jetzt mehr übernehmen. Also es muss mehr staatlichen Wohnungsbau geben. Und ich habe gesagt, wie viel Ineffizienz wollt ihr denn noch da reinbringen? Das weitere Problem ist natürlich, dass eben die öffentlichen Finanzkassen und so weiter nicht so einfach gefüllt werden können, zum Beispiel über die Börse oder über andere private Finanzierungen und dann natürlich wieder irgendwelche Sondertöpfe und irgendwelche andere Dinge geschaffen werden. Oh, da werden wieder Milliarden an Geldern versickern, das weiß ich jetzt schon. Und die Wohnungsproblematik wird natürlich nicht in den Griff dadurch bekommen. Ja, von daher kann man natürlich sagen, wunderbar, ja, diese ganzen Bazookas und all diesen ganzen Quatsch, von dem man am Anfang geredet hat, von wegen, wir arbeiten jetzt mit Hochdruck daran und pompös formulieren wir unsere Ziele mit 400.000 Wohnungen. Das ist alles nur ein Lippenbekenntnis gewesen, das waren große Reden wie immer und es folgten wie immer keine Taten und noch weniger Resultate. Und jetzt habt ihr hier im Hintergrund den Olaf Scholz noch, ja, ich habe nämlich gerade mal ihn gefragt, was er zu dieser Situation sagt. Ich meine, es hieß ja auch am Anfang, könnt ihr euch noch an dieses Wahlplakat erinnern, ja, ich glaube, es war so ein rotes Wahlplakat mit
irgendwie Kanzler für soziales Bauen oder irgendwie sowas. Ja, ich meine mich noch daran zu erinnern. Deswegen habe ich jetzt mal den Bundeskanzler gefragt, von einer Pressekonferenz, was er zu dieser aktuellen Situation sagt. Ja? Und das war seine Antwort. Schauen wir mal kurz rein.